Da bin ich wieder. Ich habe mal wieder einen mega großen Karton bekommen und der ist auch wirklich schwer. Der ist wirklich schwer. Kann auch verstehen, dass der Postbote nicht die 3 Stufen hochgelaufen ist damit und den Karton einfach unten gelassen hat. Macht ja nichts. Ich habe bestellt bei, muss ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen, hier steht es drauf, Mike the Underground. Habe ich bestellt ein paar Figuren. Ich bin echt mega gespannt, was jetzt schon alles an Figuren schon da ist. Also der Karton ist echt schwer. Es ist im Grunde genommen wie Weihnachten. Alles voll mit Actionfiguren. Alles voll. Ja. Oh. Gut, dass ich den Versand nicht bezahlen musste. Das ist ein ganz schön schwerer Karton. Und schaut euch hier an. Hier steht es auch schon. Teenage Mutant Ninja Turtles. Und hier stand irgendwo auch schon Neckar. Mega cool, wenn man nach Hause kommt und liest schon Turtles. Juhu! Da fängt der Tag schon gut an. So, jetzt wollen wir das mal öffnen. Ich zeige euch jetzt mal, was ich alles für Figuren bestellt habe. Und was ich da so für Schnäppchen gemacht habe. Ich sehe, was ist das? Tommy Schuster. Toy-Fotograf. Da ist ein Godzilla. Von Jurassic World. Ich weiß noch nicht, wer das ist. Tommy Schuster, habe ich das nicht schon irgendwo gehört? Auf jeden Fall finde ich es mega cool, wenn man Actionfiguren fotografiert. Ich mache das auch unheimlich gern, aber mehr so hobbymäßig. Aber ich finde das mega cool. So, Karton. Ich zeige euch jetzt, oh, ich sehe schon Turtles. Juhu, ich zeige euch jetzt mal den ganzen Karton. Das sind meine ganzen Figuren. Und wir holen jetzt mal. Wir holen jetzt mal nach und nach raus, was wir hier haben. Wir haben hier einmal eine Funko-Pop-Figur, also eine Pop-Figur von der Firma Funko. Mega cool, es ist Shredder. Ich wollte ja mit Pop-Figuren gar nicht anfangen. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, nein, mir kommt keine Pop-Figur ins Haus. Aber dann bringen sie die Turtles raus, was soll ich denn machen? Ja, der sieht schon gut aus. Nur die Augen, findet ihr das nicht gruselig, wenn die Augen so leer und groß sind? Vielleicht male ich eine Pupille dran. Vielleicht, ich weiß es nicht. Auspacken werde ich sie sowieso. So, hier haben wir unseren kleinen Leonardo. Oh, der sieht so putzig aus. Was hat denn der in der Hand? Ach, das Us. Ja, das sieht so putzig aus. Einmal Leonardo. So, der Tisch ist hier nur so provisorisch aufgebaut. Der ist nicht stabil. Aber ich wollte nicht warten. Und der Donatello mit seiner coolen Haltung. Ja, super. Das ist unser Donny. So, dann haben wir Verpackungsmaterial. Verpackungsmaterial, Verpackung, Verpackung. Hier auch. Ah, da kommt jetzt die Überraschung. Ah, darauf freue ich mich auch jedes Mal. Achtung. Das erste Mal habe ich es so aufgemacht und erstmal durch die Wohnung verteilt. Tada! Eine kleine Überraschungstüte. Mit der Rechnung, aber die ist ja schon beglichen. Ach cool, schaut mal, ich habe noch so ein Cutmesser von Mikey Underground. Finde ich cool. Hier, schaut mal, das benutze ich auch. Ja, das wurde auch mal langsam wieder Zeit. Cool, damit packe ich nämlich meine ganzen Kartons aus. Sonst suche ich immer meinen Cutter und mein Messerchen, wo die alle sind. Sehr gut, da habe ich wieder mal guten Ersatz hier. Sehr schön. Cool. So, dann geht's weiter. Wir haben... Was haben wir alles dabei? Masters auf jeden Fall. Ach, das sind so Actionfiguren. Ach, vielleicht ist das der Produkt. Wow. Aber wartet. Guckt mal hier. Erstmal das. Das sind Masters für alle He-Man. Das sind doch Masters, oder? Ja. Für alle Fans. So, aber jetzt kommt für alle Fans wie mich die Turtles... Das sieht cool aus mit dem Hintergrund. Das sind die Turtles zu dem Cartoon. Cool. Das finde ich richtig klasse. Schaut euch das mal an. Ich habe auch so eine Mauer als Diorama gebaut, aber ich habe das Graffiti noch nicht richtig drauf bekommen. Das sieht cool aus. Das kann ich vielleicht auch noch mit meinen Figuren hinbekommen. Vielleicht nicht so gut, aber auf jeden Fall hinbekommen. So, dann haben wir hier noch 2 weitere Karten. Einmal von The Walking Dead und einmal He-Man und Plüschbärchen, wollte ich sagen, Glücksbärchen und so drauf. Diese Karten, 4 Karten haben wir gratis dazu bekommen.
Bald ist Adventszeit, dann werde ich die mal verschicken. Bis natürlich die Turtle, die kriegt natürlich keiner. Die hier ist für mich. Dann haben wir hier Gummibärchen. Und hier haben wir was, Blood Balls. Ah, oh, die habe ich schon gar nicht probiert. Da ist so eine rote Flüssigkeit. Passend gruselig zu Halloween. Wobei, wenn ich so rausgucke bei dem Wetter, wie neblig es ist. Da haben wir noch eine ganze Tüte mit Süßkram. Einmal mit einem Einhorn. Da ist bestimmt so Glitzer-Rosa-Füllung. Könnte ich wetten. Bin mal gespannt, wie die sind. Einmal eine kleine Mentons-Packung. Mentos. Und einmal ein Kamel. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Bin ich mal gespannt. Ja. Ja, super. Dann haben wir eine kleine Tüte voll mit Süßkram. Muss ja auch mal sein, gell? Sage schon mal Dankeschön. So, jetzt geht's weiter. Ach, machen wir doch mal hier weiter. Wir haben hier, ach so, Tocca und Razor waren ja diesmal auch dabei. Schaut mal, ich habe das vielleicht nicht so lang genug dran gehalten. Das hier ist Tocca und der sieht richtig putzig aus. Also da haben die sich schon, da passen wiederum diese klaren Augen. Aber bei Splinter und Shredder finde ich das sogar unheimlich, wenn die da keine Pupille haben. Ich finde bei Tocca hier wiederum ist das okay irgendwie. Aber das ist bestimmt Geschmackssache. Ich freue mich, die auszupacken und in der Hand zu halten. Juhu! So, dann haben wir hier natürlich den Razer. Wer Tocca bestellt natürlich auch Razer, ist ja klar. Denke ich mal, so gehe ich mal davon aus. Ja, der sieht auch gut aus. Und da passen die schwarzen Augen auch. Aber bei Shredder finde ich das, vielleicht würde das anders aussehen, wenn Shredder auch schwarze Augen hätte. Ich weiß nicht. Ja, wer hätte das gedacht? Jetzt habe ich hier auch Popfiguren. Aber nur, weil es die Turtles gibt. Raffi haben wir hier. Oh, der sieht auch so süß aus. Oh, so putzig. Schaut ihr euch mal an. Raffi. Raffi darf nicht fehlen. Und wer fehlt uns noch? Oh, der Michelangelo. So richtig putzig. So die Krönung obendrauf. Der hat ja die Donuts für Tocca und Razor. Richtig cool. Ja, klasse. Die sehen auf jeden Fall richtig toll aus. Kann ich nur empfehlen für alle Turtles oder auch Nicht-Turtles-Fans. So, erstmal Verpackung. Oh ja, jetzt kommt was richtig Tolles. Aber ich weiß nicht, was nehme ich denn da zuerst? Oh, ich kann mich nicht entscheiden. So, ein bisschen Abwechslung zu den Turtles. Wir haben hier von DC zu Batman Red Hood und der sieht richtig cool aus. Der sah schon auf den Bildern gut aus und jetzt, wenn ich ihn so live in der Hand habe, der sieht richtig gut aus, das Figur, das Gesicht und die Jacke und einfach nur mega cool. Der hat ja auch Zubehör. Das Schwert sehe ich schon ein bisschen gebogen. Ja, aber die Figur, das kann man ja wieder biegen, das ist halt so ein bisschen dünnes Gummi, Plastik, wie auch immer. Das finde ich immer bei den Schwertern und so bei den Waffen immer komisch, wenn so eine große Waffe dann gebogen ist. Ich finde die Figur mega cool. Die werden wir auf jeden Fall zusammen auspacken. Der sieht einfach nur klasse aus. Richtig gut. Auf den habe ich mich echt gefreut. Da habe ich echt überlegt, Batman oder doch Robin. Aber Red Hood. Da habe ich mir gedacht, komm, nimm sie mal mit. So, jetzt haben wir hier noch eine Figur. Und da ist er. Für die es nicht kennen, Warhammer 40k Tabletop. Und wir haben hier den ganz großen Space Marine. Und der hat wirklich Gewicht. Die kosten gleich. Und der hat so viel Zubehör. Der ist richtig schwer als Figur. Und ich habe bis jetzt alle Space Marines. Muss man vorsichtig sein. Ich meine, ich habe bis jetzt alle Space Marines. Ich habe auch schon ein paar bemalt. Ich finde die richtig cool, muss ich sagen. Ich finde die so richtig cool. Die gefallen mir richtig gut. Die haben so viele Bewegungspunkte. Die sind richtig cool. Ich mache so ein bisschen Wash noch drüber. Ja, der sieht klasse aus. Der sieht klasse aus. Und für den Preis ist das echt... Und dann nochmal die grauen zum Bemalen. Die hole ich mir auch immer wieder, weil ich auch hier die von Tabletop, die kleinen
Space Marines Miniaturen bemale. Und da habe ich natürlich so richtig Lust drauf, die großen zu bemalen. Es sind auch schon zwei bei mir fertig. Ja, da freue ich mich mega drauf, sage ich euch. Also auf den freue ich mich mega drauf. Der hat ein Gewicht, ich weiß gar nicht, was wiegt der, 2 Kilo oder so. Der ist super schwer und für den Preis einfach nur klasse Figuren. So, was haben wir jetzt hier noch? Zettel. So, was nehmen wir als nächstes? Oh, hier ist gerade was richtig Putziges. Unabhängig von Tablets. Komm raus. Oh mein Gott, schaut euch das an. Das ist Gizmo. Neu. Hände zum Austauschen, Zubehör. Wow, der sieht cool aus und der war auch nicht teuer. Das ist echt geil. Weil die älteren Gremlings dann nochmal auf eBay oder so zu bekommen, ist super schwer. Und der hat auch Gewicht. Krass. Also der sieht ja richtig gut aus. Wobei ich sehe gerade, der Bauch ist weiß und deshalb müsste auch weiß sein, hat einen anderen Farbton von Plastik. Da müsste ich nochmal drüber malen. Und sogar mit Weihnachtsmütze, das ist so putzig. Schaut euch das an. Die sind mal richtig putzig, das sieht richtig toll aus. Der ist jetzt, also die Nicker, der ist ja auch von Nicker. Aber die, oder? Nee, warte mal. Der war, glaube ich, nicht von Nicker, oder? Wo steht denn das? BST, ich glaube, das war Best Axt. Naja, auf jeden Fall die anderen Gremlings, die großen, die sind ja gerade mal so. Und wenn jetzt der Gizmo kommt, die Verhältnisse werden nicht ganz passen, aber es wird bestimmt witzige Fotos geben. Eine richtig klasse Figur, mir gefällt die sehr gut und da freue ich mich auch auf jeden Fall, den auszupacken. Man kann Hände austauschen. Und hat ganz schön viel Zubehör. Hinten sehe ich nicht. Trompete. Und noch irgendwas. Mal gucken, wie die Beweglichkeit ist. Und mal gucken, wie das Plastik ist. Weil ich sehe, das Weiß hat hier 2 Farbtöne. Da müsste ich mit einer weißen Farbe nochmal drüber. Das muss ich mir nochmal angucken. Aber ansonsten gefällt der mir so auf den ersten Blick richtig gut. Und der ist schwer. So, jetzt zeige ich euch nochmal einen. Und da haben wir ihn. Gremlings, also wenn ich, Turtles sind so meine Top Nummer 1, aber Gremlings kommen gleich hinten dran, Strippy, mit der Kettensäge und mit dem Skateboard, den habe ich auch von Necker. Und hier stimmen die Farben, cool. Ja, ich bin echt mal gespannt, man kann die Hände austauschen, das finde ich schon mal sehr interessant. Kann er den Mund auch öffnen? Also ich bin echt mal gespannt, ich glaube nicht, oder? Also ich bin echt gespannt, die hier auszupacken und mal auszuprobieren. Ich sehe, Gelenke haben die auf jeden Fall, mehrere, hier, hier. Also ich freue mich, den auf jeden Fall auszupacken. Schaut euch den mal an, der sieht schon mal richtig gut aus. Und was haben die gekostet? Ich glaube, unter 20 Euro oder so. Also wirklich preislich mega in Ordnung. Und optisch auf den ersten Blick auf jeden Fall. Super, also die zwei, ich weiß gar nicht, was ich zuerst auspacken soll. Am liebsten würde ich wie so ein kleines Kind alles hier aufreißen, aber man geduldet sich. So, jetzt zeige ich euch das nächste. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, 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 stimmt. Das ist noch eine Figur, die ist nicht für mich. Ach, ich glaube, ich lasse sie sogar so verpackt. Ihr erkennt vielleicht schwer, was das ist. Das ist eine Necker-Godzilla-Figur und ich sage euch, die hat auch Gewicht. Das ist echt krass. Manche Figuren haben so ein Gewicht, die ist schwer, also, warte mal, ja, beinahe, die sind richtig schwer, wenn man jetzt so die anderen Figuren in die Hand nimmt, die haben ganz schön Gewicht. Und das ist Godzilla und der hat dieses grüne, wie sagt man das, diese grüne Flüssigkeit, dieses Verstrahlte da aus dem Film, über sich halt. Und diese Figur ist für meinen Bruder, der sammelt Godzilla, der mag Godzilla. Und da bin ich mal gespannt, was er da von denen hält. Einen habe ich ihn schon geholt und jetzt habe ich hier noch einen. Deswegen lasse ich den mal zu, weil dann muss ich den nicht nochmal verpacken zu Weihnachten. So, jetzt geht's weiter. Und jetzt kommt das, was ich, wo ich echt mega gespannt bin. Ich hole die jetzt mal alle 4 raus, weil dann haben wir auch mal hier Platz. Ich bin gar nicht so groß und der Karton ist mega hoch. Weil das sind auch schon die letzten. Oh, warte. So, der Karton ist leer.
Schon viel besser, oder? Dann haben wir auch ein bisschen Platz. Ich weiß nicht, inwieweit ihr alle Figuren sehen könnt. Aber ich schaffe jetzt mal erstmal ein bisschen Platz. So, ganz schön viele Figuren angekommen. Habe ich auch lange darauf gewartet und mich natürlich mega gefreut. Und jetzt kommt es, da war ich echt gespannt auf diese Figuren. Ich muss sie mir ganz kurz mal angucken. Ah, sogar so ein Butterfly-Gelenk, wie bei den Bandai-Figuren. Cool. Austauschbar im Kopf. Und die Gelenke, ja cool, Kugelgelenk oben. Waffen. So ein bisschen wie die Bandai-Figuren, auch von dem Anstecken. Also, das sind hier die Turtles. Von der Verpackung und vom Artwork sehen die richtig cool aus. Für alle, die nicht auspacken, auch perfekt, weil die haben die Figur hier komplett zu sehen und können das schön ins Regal stellen, wenn es so im Regal steht. Mega, oder? Für mich packe ich die aus, da ist die Figur wichtig, wie die Gelenke sind und wie die Figur so ist. Auf den ersten Blick sieht es sehr gut aus, finde ich. Ich kann jetzt nichts erkennen. Die Farben sind auch ganz gut. Und so ein bisschen hier, weiß nicht, ob jemand die Bandai-Figuren von den Turtles kennt, die haben das auch hier zum Anstecken hinten, wo der Gürtel ist für die Waffen. Bin mal gespannt, ob wie gut das dann hält. Bei den Bandai-Figuren fand ich es gut. Ach, da ist sogar der Gulli-Deckel dabei. Wir haben hier Leonardo. Der sieht an sich auch gut aus. Wie aus dem Cartoon. Also ich bin gespannt, wie die dann sind, wenn ich sie in der Hand habe. Die haben vor allem auch dieses Butterfly-Gelenk, wie bei den Bandai-Figuren. Best Axe, das ist von, ach, wie heißt denn das? Ah, ja, hier. Loyal Subject. Subject. Da gibt es auch diese kleinen Blind-Box-Figuren. Da habe ich auch Mega Man davon. Bevor ich die Turtles entdeckt habe, habe ich die Firma jetzt... Ich glaube, ich habe keine Figuren von der Firma gehabt. Aber jetzt mittlerweile, klar, wenn die Turtles kommen, Gremlins und so, da bin ich voll dabei. Ich bin da gespannt, wie die Qualität ist. Ich habe schon ein bisschen was gehört, dass das nicht ganz so dolle sein soll. Bin ich mal gespannt. Ich will mir so ein eigenes Bild machen und noch nicht mich beeinflussen lassen. Schaut mal, so würde das im Regal aussehen. Oder beziehungsweise so kann das für alle, die es verpackt lassen, im Regal aussehen. Cool, oder? So, dann kommen wir hier. Ah, Donatello hat ein Pizzastück. Cool. Haben das nicht alle? Ich denke nicht. Schade. Das wäre jetzt mal nicht schlecht gewesen, wenn jeder ein Pizzastück hätte. Das hat halt nur Donatello ein Pizzastück, okay. Das ist auch nicht so schlimm. Der hat auch nur sein Bo. Der hat nur sein Bo und sein Pizzastückchen. So, genau. Sein Bo, also sein Stab und Pizzastückchen. Sieht aber auch gut aus. Also ich finde, es sieht... Points auf 31 Points auf, ach so, 31 Bewegungspunkte, cool. Okay, bin ich mal gespannt. Zählen werde ich sie jetzt vielleicht nicht unbedingt. So, der hat seine Nunchucks. Was haben die denn eigentlich da hinten? Das sieht aus wie ein Sticker oder sowas. Ich kann das nicht richtig erkennen, aber das sieht aus, als wenn die Turtles hier jeweils so einen Aufkleber oder sowas drin hätten. Hier hinten, ich erkenne es nicht so gut. Und unsere Michelangelo mit austauschbarem Kopf, Hände und seine Nunchucks hinten. Cool. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Also ich bin echt gespannt auf die Figuren. Und ich würde gerne mal die Bandai-Figuren zum Vergleich nehmen, weil die von der Art, abgesehen vom Preis, ich glaube, die haben 30 Euro Unterschied am Preis, haben die auch austauschbare Hände, Köpfe und dieses Butterfly-Gelenk. Und vor allem habe ich das bei den anderen Figuren nicht gesehen, dass die hier den Gürtel hinten auch so zum Anstecken haben. Aber ich zeige euch das mal im anderen Video. Das wird jetzt zu lang. Was ich da genau meine, kann ich euch mal zeigen. Und so würde das dann insgesamt aussehen. Splinter und Shredder habe ich jetzt noch nicht zu dieser Collection gesehen. Wäre cool, wenn April, Splinter und Shredder dazu noch kommen würden. Oder ein paar Foot Soldiers noch. So. Sieht cool aus. Schön bunt. Ja. Sieht wirklich gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall, wenn es so immer im Regal ist. Also ich packe die eh aus. Aber so sieht das richtig schick aus. Ja, ich bin echt mega happy über meine neuen Figuren. Und zwar über alle.
Also ich weiß jetzt gar nicht, welche würde ich denn jetzt zuerst auspacken. Die Popfiguren würden wahrscheinlich am schnellsten gehen, aber so richtig Lust habe ich irgendwie schon auf die Gremlings. Die mal auszuprobieren, auspacken, mal gucken, wie die Gelenke sind und was die da hinten noch alles an Zubehör haben. Wobei, man sieht es immer ganz schön. Ich stelle die mal gerade ab. Man sieht es immer ganz schön hier auf den Bildern. Das finde ich nicht schlecht. Man sieht auch, wenn man es hier nicht erkennt. Bis auf diese Stickers oder was hier sind, die sind da hinten nicht abgebildet. Accessoires, blablabla. Nee, steht nicht dabei. Man sieht ganz schön und ganz gut hinten, was an Zubehör dabei ist. Finde ich sehr toll. Also auch hier von vorne, wenn die alle so im Regal stehen, finde ich richtig klasse. Und auch, dass man das hier sieht. Ja, doch. Also ich habe da ein bisschen Bedenken gehabt, aber ich finde, ich sage jetzt, rede jetzt nur vom ersten Blick und ich habe die jetzt erstmal nur in der Verpackung. Finde ich die mega cool und freue mich mega drauf. Super. Gleich heute nach der Arbeit werden die ausgepackt. Bin ich echt mal gespannt. Mit welchen ich noch anfange, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit den Gremlings. Wahrscheinlich mit den Gremlings. Aber ich habe auch auf die Turtles mega Bock. Und vor allem auf den hier. Da habe ich auch richtig Lust. Eine richtig coole, große Figur mit viel Zubehör, mit Base, mit Sammelkarte für den Preis. Huch, ist das echt umwerfend. Umwerfend. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal. Das waren meine neuen Funde. Meine neuen Figuren. Jetzt muss ich erstmal Platz schaffen. Ihr kennt das bestimmt alle. Platz ist immer so eine Sache. Platz ist immer so eine Mangelware. Vielleicht probiere ich auch mal eins von denen jetzt. Weiß ich nicht. Verlockung ist groß. Cool. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.